Georg Horrisberger wartet auf den Bus, um ins Dorf zu fahren. Was alltäglich erscheint, ist für ihn eine Herausforderung, denn vor 3 Wochen erlitt er einen Schlaganfall. Rückblick. Mit gelähmter linker Körperhälfte wird Georg Horrisberger ins Notfallzentrum des Inselspitals Bern eingeliefert. Ich bin daheim auf einem Stuhl gehockt und aufgestanden. Und dann ist es mir Sturm geworden. Da habe ich sofort gemerkt. Das ist nicht mehr vorher, oder? Das Universitäre Neurozentrum Bern bringt Spezialisten aus 5 verschiedenen Fachbereichen zusammen. Dank reibungsloser Teamarbeit wird Georg Horrisberger innerhalb kürzester Zeit optimal versorgt. Okay, also das ist Diffusion. Hier bricht es ab, oder? Ja, das ist die Arteriosklerose, ist auf der rechten Seite komplett verschlossen. Nach der Diagnose im MRI wird das Blutgerinnsel im Hirn in der Angiografie mit einem Stent entfernt. Und weiteratmen, sehr gut. Das Gefäß ist wieder komplett eröffnet. Dann wird Georg Horrisberger auf die Stroke-Unit des Inselspitals gebracht. Dort betreut ihn ein spezialisiertes Team aus Ärzten, Pflegenden und Therapeuten. Das Team überwacht die Patienten permanent. Schon am ersten Tag nach dem Schlaganfall beginnt die Neurorehabilitation. Georg Horrisbergers linke Körperhälfte ist zwar nicht mehr gelähmt, aber noch deutlich eingeschränkt. Sobald es der Zustand des Patienten zulässt, steht für ihn ein Rehabilitationsplatz in der Inselgruppe bereit. Genau, ich helfe ein bisschen den Arm haben, also nicht so wackeln. Die Inselgruppe verfügt über ein abgestuftes Rehabilitationsangebot an den Standorten Inselspital und Riggisberg, welches von der Frührehabilitation bis zur ambulanten Neurorehabilitation reicht. Wenn der Patient schwer betroffen ist und medizinisch noch nicht so stabil ist, dann kommt er ins Hammerseilerhaus. Und wenn er weniger schwer betroffen ist, kann er direkt nach Riggisberg in die Rehabilitation. In der Neurorehabilitation des Spitals Riggisberg arbeitet Georg Horrisberger nun daran, sich im Alltag wieder zurechtzufinden. Ergotherapeutin Marianne Löhr begleitet ihn beim Verkehrstraining auf der Busfahrt vom Spital ins Dorf Riggisberg. Das Verkehrstraining ist ein Teil von Georg Horrisbergers maßgeschneidertem Rehabilitationsprogramm. Die Ergotherapie probiert, alltagsrelevante Tätigkeiten wieder einzuüben. Also ganz einfach, wie tut man sich anlegen, wie tut man wieder mal einen Kaffee kochen, weil je nach Hirnverletzung sind so Sachen nicht möglich. Neuropsychologin Noemi Eckenberger trainiert mit Georg Horrisberger Hirnfunktionen wie Gedächtnis, Reaktionszeit oder Aufmerksamkeit. Wir machen grundsätzlich mit allen Patienten beim Eintritt Diagnostik zuerst, um herauszufinden, welche kognitiven Funktionen überhaupt eingeschränkt sind. Wenn wir dann merken, das ist zum Beispiel die Aufmerksamkeit, dann können wir natürlich gezielt dort Therapien anbieten. Dank gezieltem Training am Simulator wird Georg Horrisberger hoffentlich schon bald seine Fahrtüchtigkeit zurückerlangen. Mit Physiotherapeutin Helene Studer trainiert Georg Horrisberger seine motorischen Fähigkeiten. Also je weiter weg vom Körper, je schwieriger. Knie war fast am besten. Ja. Also das Ziel ist, die ganze Tiefensensibilität zu verbessern. Und eben der Herr Horrisberger spürt ja sehr schlecht, wo, in welcher Stellung das seine Gelenke sind. Und durch die verschiedenen Reize, die jetzt auch gerade durch das Federn kommen, können Inputs gegeben werden, dass das kann verbessert werden kann. Zuerst einfach komisch, ungewohnt, wieder etwas Neues. Auf einmal geht es, ging besser. Aber ja, es ist einfach anstrengend halt. Man muss gerne dranbleiben. Und wieder zurück. Rehabilitation ist etwas Anstrengendes. Die Patienten haben x Stunden Therapie pro Tag, weil was eigentlich die Rehabilitation ausmacht, ist trainieren, trainieren, trainieren. Schon bald geht Georg Horrisberger wieder nach Hause und wird von der stationären in die ambulante Rehabilitation übertreten. Dank der perfekt abgestimmten Behandlung vom Notfall bis zur Rehabilitation darf er darauf hoffen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen zu können. Ich sehe Alltag Fortschritte, oder? Ich sehe auch noch so meine kleinen Defizite, oder? Aber es geht wirklich Alltag rassig ab. Das ist natürlich schon. Das ist natürlich schon schön.